Liebe Kinder, ihr dürft ruhig einen Schritt nach vorne machen, um den Ball zu kriegen. Meine Schuhe. Natürlich, Isabella. Die Racke. Verstehe, Eugenia. Ich glaube, es ist angerichtet. Wo ist Prinzessin Amelie? Unsere kleine Schwester spricht wahrscheinlich wieder mit den Steinen. Oder mit den Wildschweinen. Gut, dann fangen wir eben ohne sie an. Schau dir das an. Ein Fisch. Fisch. Zeig dich, Feigling. Komm heraus, oder? Oder was? Oder ich bring euch Manieren bei. So, so. Manieren. Und wo wollt ihr die bitte gelernt haben? Da, wo ich herkomme, dürfen junge Fräulein jedenfalls nicht mit Steinen nach Kavalieren werfen. Die waren so klein. Kiesel. Ihr stehlt meinen Fels. Oh, ist das etwa euer Fels? Ach, das tut mir natürlich leid. Darf ich euch mit einer Versteinerung entschädigen? Ich will den dort. Ihr habt nicht nur eine scharfe Zunge, sondern auch ein scharfes Auge. Aber wie soll ich da rankommen? Ich bin doch kein Riese. Dann macht eine Räuberleiter. Wir sollten besser aufbrechen. Ach, nun macht schon. Vorsicht. Ja. Alle her. Haltet still. Beeilt euch lieber. Lasst sie runter, das geht nicht gut. Ein Salzkristall mit einem Loch. Ein schönes und seltenes Exemplar. Ihr bekommt ihn, wenn ihr mir einen Kuss gebt. Ganz bestimmt nicht. Oh, Arthur, du sollst mich bestimmt daran erinnern, dass ich zu spät bin. Apropos Manieren, Küsse werden bei uns nicht erpresst. So, wartet doch. Verratet ihr mir noch euren Namen? Den werdet ihr nie erfahren. Bitte bleibt doch noch. Hoheit, Hoheit, Hoheit. Das geziemt sich nicht. Man läuft keiner Dame hinterher. Du sollst mich nicht Hoheit nennen. Ich bin auf Studienreise und nicht auf Staatsbesuch. Apropos Studienreise. Ihr habt mir noch gar nicht den Fisch gezeigt, den ihr eben gefunden habt. Hä? Ihr Tuch. Bitte entschuldigt meine Verspätung, Vater. Ich wollte euch noch ein paar Blumen pflücken. Danke, mein liebes Kind. Arthur! Ja, brav, ja, da bist du ja. Ja, schau. Köstlich, delikat. Du armer Pech gehabt. Eugenia. Nein, da ist nichts dabei, was ich mag. Geht. Na, wartet. Nein, da ist nichts. Na, geht schon. Majestät, bitte die Störung zu entschuldigen. Der Ministerrat. Entschuldigt mich. Danke, meine Herren. Das war's. Herr Premierminister, auf ein Wort. Ja,
Thronfolge nach wäre Eugenia die Erste. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie eine gute Königin wäre. Zweifellos weiß sie zu führen, doch ihr Ehrgeiz neigt zur Gier und es mangelt ihr an Edelmut und Feingefühl. Isabella ist nicht ungeschickt, aber wankelmütig. Wie soll sie in Verhandlungen bestehen, wenn sie nicht mal ihre Speisen zu wählen weiß? Ihr Schuhtick ist meine Qual. Und ein Problem für die Staatskasse. Ja. Amelie hingegen. Sie ist großherzig, selbstbewusst, hilfsbereit. Das Volk liebt sie. Sie ist ein Sonnenschein wie ihre Mutter. Haltet ihr mich für egoistisch? Egoistisch? Weil ich abdanken will, meine ich. Nein, Majestät, mitnichten. Im Gegenteil. Majestät opfern sich auf, ja, zum Wohle des Landes. Prinzessin, bitte! Welche passt besser? Die goldene mit den roten Rubinen oder die mit den schwarzen Turmalinen? Ich finde beide schön. Au, ich krieg keine Luft mehr. Ihr müsst gerade stehen. Hast du dich umgehört? Es tut mir leid, Prinzessin. Niemand weiß etwas. Wilhelmina, wo bleibst du denn? Geh, du bist mir sowieso keine Hilfe. Welche Schuhe soll ich wählen? Euer Kleid ist so lang. Der König wird sie ohnehin nicht sehen. Und wenn doch? Nicht so fest. Weniger und es rutscht, Prinzessin. Also sag, warum zitiert uns Vater heute vor den Rat? Die Dienerschaft hat nichts vernommen. Du solltest ernsthaft mehr Zeit und Mühe auf dein Äußeres geben. Deine Kleider sind gänzlich aus der Mode. Ich könnte dir vielleicht eine Lockenperücke leihen. Mir reicht's, wenn ihr euch mit zwei Maibäume ausstaffiert. Du hast einen Fleck. Was wo? Jede Regentschaft hat irgendwann ein Ende. Besser man geht, solange man noch im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Ich werde abdanken. Nach all den Jahren sei es mir vergönnt, ein wenig ruhiger zu treten. Eugenia, Isabella, Amelie. Jede von euch ist fähig, das Königreich zu führen. Aber nur eine kann die nächste Königin werden. Zepter und Krone erben. Mir auf den Thron nachfolgen wird, wer meine Frage am besten beantwortet. Sie lautet, wie sehr liebt ihr mich? Entschuldigt, Vater. Erwartet ihr hier und jetzt eine Erklärung von uns? Ja, hier und jetzt. Vater, ich liebe euch mehr als alles Gold und alle Edelsteine auf der Welt. Meine Liebe ist tiefer als ein Meer voller Perlen, ein Ozean aus Aquamarin und Saphiren. Meine Liebe ist so aufrichtig und rein wie dieser Diamant. So sehr liebt ihr mich. Danke, Eugenia. Ich bin wahrlich gerührt. Warte, du kannst es behalten. Isabella, wie sehr liebst du mich? Vater, ich liebe euch mehr als den kostbarsten Brokat, den feinsten Damast. Alle meine Kleider würde ich für euch geben. Meine Liebe überstrahlt alle Farben des Lichts. Das königliche Purpur, das edle Lapislazuli-Blau, selbst das Gold, mein Vater, mein König. So warm und weich wie deine Worte. Ich danke dir, Isabella. Amelie, wie sehr liebst du mich? Ich liebe euch so, wie eine Tochter ihren Vater nur lieben kann. Das ist schön. Und weiter? Ich will wissen, womit du deine Liebe zu mir vergleichst. Ich will meine Liebe nicht vergleichen. Amelie, deine Schwestern haben sich mehr Mühe gegeben. Das kann doch nicht so schwer sein für dich. Gut. Wenn ihr auf einen Vergleich besteht, ich liebe euch so wie das Salz.
Salz? Ja. Das Salz? Das streue ich mir jeden Morgen auf mein Frühstücksei. Amelie, wie sehr liebst du mich? Und wähle deine Worte mit Bedacht. Das tue ich, Vater. Ich liebe euch wie das Salz. Unsinn! Aber nein, die Pflanzen, Tiere, wir alle brauchen es, so wie Wasser und Luft. Schluss jetzt, du weißt doch gar nicht, was du redest. Ich weiß sehr wohl, was ich rede. Ihr hört mir nur nicht zu. Was erlaubst du dir? Wie redest du mit deinem König? Warum fragt ihr mich, wenn ihr meine Antwort nicht hören wollt? Und warum besteht ihr auf einen unsinnigen Vergleich? Gold und Edelsteine, das ist doch lächerlich. Lächerlich? Ich werde mich ganz bestimmt nicht bei euch einschmeicheln wie Eugenia und Isabella. Lieber verzichte ich auf die Krone. Das kannst du haben. Prinzessin Amelie, hiermit verbanne ich euch aus dem Schloss und aus dem ganzen Königreich. Ihr dürft wiederkommen, wenn das Salz für die Menschen wichtiger ist als Gold, Edelsteine, Brokat und Damast. Das ist nicht euer Ernst, Vater. Schafft die Verbannte außer Landes. Das könnt ihr nicht tun. Eugenia, Isabella, ich... Vater, ich verstehe eure Entscheidung nicht. Meine Worte waren aufrichtig und ehrlich. Vater, bitte. Ich bin eure Tochter. Liebt mich doch. Schafft sie fort. Ich will sie nicht mehr sehen. Wachen! Nein, lass mich los. Bitte, wie ihr wollt. Ich kann selbst gehen. Wartet! Ich habe es eben gehört. Es tut mir so leid. Wo bringen sie euch hin? Irgendwo hin über die Grenze. Dann werden wir uns nie wiedersehen. Mir bleibt keine Wahl. Aber ich finde einen Weg. Ich komme zurück. Das dürft ihr nicht. Darauf steht der Tod. Wir müssen los. Es ist eine weite Fahrt. Hier. Noch etwas Proviant. Ich danke dir. Ich werde für euch beten. Entschuldigt. Glaub mir, es tut mir aufrichtig leid. Hier ist es sicherer, nicht gleich als Frau aufzufallen. Danke. Jetzt habe ich nur noch zwei Töchter, Luise. Salz. Niemals hätte ich für möglich gehalten, dass Amelie mich so wenig liebt. Ich dachte immer, uns verbindet etwas Besonderes. Du weißt, wie ich mich von klein auf um sie gekümmert habe. Ich habe ihr alles gegeben. Ich habe versucht, dich zu ersetzen, Luise.
dass ausgerechnet Amelie mich so enttäuscht. Dass ich mich so in ihr geirrt habe. Das schmerzt. Zeig mal. Hier, sehr schön. Danke. Nur schau mal, die Sonne kommt von hinten. Die ganze Hauswand ist im Schatten. Oh. Ach, hast du noch mehr? Klar. Gut geworden. Danke. Felix, das darfst du doch hier nicht einfach so offen rumliegen lassen, wenn das jemand sieht. Von mir weiß doch keiner, dass du in Wirklichkeit ein Mädchen bist. Felix, Anton, jetzt schlägt's aber 13. Wie lange soll ich denn noch auf das Wasser warten? Und du hör endlich mit dem Gekritzel auf und mach dich an deine Arbeit. Seit einem Jahr fütter ich dich durch. Und wie dankst du es mir? Indem du meinen Jungen von der Arbeit abhältst. Und kräftiger wirst du auch nicht. Schau gut zu. Das musst du lernen. Nicht zeichnen. Das Salz zieht das Wasser aus dem Fleisch und macht es haltbar. Seht her, ein Fallspieler. Was fällt euch ein? Versteht ihr, ihr könnt nicht gewinnen. Er betrügt. Das ist doch absolut lächerlich. Was ist los? Ruhig Blut, Gevatter, ruhig Blut. Ha, hier. Den hat er gerade verschwinden lassen. Er ist der Betrüger. Was? Lass mich los, er ist der Dieb. Er hat eine Abreibung verdient. Ich war das nicht. So. Anton, Anton! Komm schnell weg! Hört auf, euch zu streiten! Lass den Dieb nicht entkommen! Werf den Dieb in den Brunnen! Komm! Schnell weg! Geht das Haus! Weiß er nicht. Thank you.
Amelie, was hast du nur gemacht? Du kannst dich doch nicht einfach mit Falschspielern anlegen. Ich weiß. Soll ich einfach wegschauen, wenn die Gäste betrügen? Nein. Aber die Kerle sind gefährlich. Vor denen kuscht sogar mein Vater und du bist ein Mädchen. Wenn wir herausfinden, dass du auch noch eine Prinzessin bist, dann... Du bist dir nicht mehr sicher. Ja, wo soll ich denn hin? Zurück nach Hause. Mein Vater hat dir bestimmt schon längst vergeben. Mein Vater ist so schrecklich stur. Das behauptet er bestimmt auch von dir. Ich bin aber nicht stur. Ich kann nur nicht klein beigeben, wenn ich im Recht bin. Verstehst du das? Wenn nur meine Mutter noch leben würde. Die hätte bestimmt zu mir gehalten. Vielleicht haben sie es sich aufgefallen. Nein, die Gebirge sind nicht entstanden, sie waren einfach da. Nichts kann so massiven Fels bewegen. Sie müssen sich bewegt haben. Zwei Tagesreisen von hier habe ich einen versteinerten Fisch gefunden. Früher muss hier überall Wasser gewesen sein. Wasser? Jetzt fangt ihr an zu fantasieren. Hey, schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Ein Pferdedieb. Lass mich los, ich bin kein Dieb. Ach, und warum lauerst du meinem Prinzen auf? Prinz? Ja, Prinz Tabor. Auch außerhalb Europas gibt es Prinzen. Und nun erkläre dich. Ich habe nur interessiert zugehört. Ich glaube auch, dass hier früher einmal Wasser war. Ein riesiges Meer. Ich habe schon viele solcher Versteinerungen gesehen. Er versucht nur, sich rauszureden. Nein, das glaube ich nicht. Willst du mit uns reisen? Dann könnten wir weiter darüber reden. Außerdem könntest du deine Schuhe schonen. Das könnt ihr nicht tun. Seht ihn euch an, das ist ein Lump. Leo hat recht. Ihr lasst euch blenden, Prinz. Er redet euch nur geschickt nach dem Mund. Er hat ja nicht mal ein Pferd. Das sehe ich auch. Er reitet mit dir. Wo willst du denn hin? Das Reich von König Christoph. Meine Heimat. Ich war auf Wanderschaft. Du bist ein Handwerksbursche? Zimmermann. Ach. Und wo ist dann dein Werkzeug? Räuber. Ich hatte Glück, dass ich mit meinem Leben davon gekommen bin. Na, da hast du gute Gesellschaft verdient. Sag, wie heißt du? Anton. Du bist es nur. Sei froh. Ich verstehe nicht, warum Vater immer noch keine Entscheidung getroffen hat. Vielleicht will er dich nicht auf dem Thron haben. Du bist doch nur neidisch. Ich wüsste nicht, worauf ich bei dir neidisch sein sollte. Ah, das trifft sich gut. Die Hoheiten sind schon da. Prinzessin Isabella, euer Vater möchte euch sprechen. Na, endlich. Er hat sich entschieden. Seiner Majestät sind eurer Hoheit Schuhe zu Kostspielen. Was? Das kann doch gar nicht sein. Ich fürchte doch. Na endlich. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Hör auf, Eugenia. Ich kümmere mich. Bitte. Nein. Ich brauche sie. 12 Paar? Wozu? Euch geht es immer nur ums Habenwollen. Und bei euch sind es die Juwelen. Mit Verlaub, Vater. Wir müssen repräsentieren. Gut, nehmt sie. Das ist das letzte Mal. Ganz bestimmt. Vater, wann gedenkt ihr endlich, die Thronfolge bekannt zu geben? Ich bin eure älteste Tochter und wäre eine sehr gute Königin. Ich auch. Gewiss. Sie sind eine einzige Enttäuschung, Luise. Entschuldigt? Ich werde es bald verkünden. Tata, schaut euch an, was ich geschossen habe. Großartig. Ein Fasan. Hier, rupft das Federvieh. Ihr wisst, dass ich das nicht kann. Davon muss ich niesen. Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Lass das doch Anton machen. Stimmt. Der hat noch gar keinen Anschlag getan. Ja. Wo ist der überhaupt?
Prinz Thabo? Darf ich vorstellen? Anton! Ich komme! Wo bist du? Komm, Leo, hol den Vogel runter. Gara wird er nicht. Gut. Stimmt was nicht? Wer hat dir beigebracht, wie man einen Vogel rupft? Niemand. Das war das erste Mal. Voller Federkiele. Du bist niemals ein Handwerksgeselle. Ach ja? Ja. Du kommst viel eher aus dem Schlaraffenland, was? Hört auf jetzt. Wenn man die Haut abmacht, geht's. Leo, es reicht. Was? Wir knobeln. Der gewinnt, reitet morgen das Pferd. Wer verliert, geht zu Fuß. Hm? Abgemacht. Ja! Was fehlt euch? Mir, nichts. Doch, ihr wart in Gedanken und habt gesalzt. Also? So? Ja, mir geht ein Mädchen nicht aus dem Sinn. Ah. Die ist mir in deiner Heimat begegnet. In meiner Heimat? Ja. Ich schwör's, das ist ihr Tuch. Ich hab sie hochgehoben mit diesen Händen. Sie hatte ein Lächeln, strahlend wie das Licht. Dann muss sie ein Engel gewesen sein. Ja, das war sie. Ein Engel, den ich nicht vergessen kann. Und du glaubst auch, dass die Menschen ursprünglich von den Fischen abstammen? Ja, das hat schon der griechische Philosoph Anaximander vor über 2000 Jahren vermutet. Dass alles Leben eigentlich aus dem Wasser entstanden ist. Wer hat dich in Philosophie unterrichtet? Ich selbst. Das glaube ich dir nicht. Tut es oder lass es bleiben. Na, warte. Was ist? Warum hältst du an? Hier trennen sich unsere Wege. Ich hab's nicht mehr weit bis nach Haus. Den Rest gehe ich zu Fuß. Willst du uns wirklich verlassen? Ich will nicht. Ich muss. Aber was erwartet dich denn zu Hause so dringend? Ich bitte euch, dringt nicht in mich. Unser Gedankenaustausch wird mir fehlen. Mir auch. Hier ist es wieder. Ich verlasse euch hier. Oh. Alles Gute, Anton. Leg wohl. Macht's gut. Viel Glück. Leb wohl, Prinz Thabo. Herrlich. Oh, Jemini, das geht nicht gut, das spüre ich. Donnerblitz und Paukenschlag. Ist gut, Wilhelmina, ich weiß, was ich tue. Sag mir lieber, wie ist es im Schloss? Es ist still geworden, seit ihr mir weg seid. Hat mein Vater wenigstens einmal von mir gesprochen? Ich will nicht lügen. Was habt ihr vor? Ich muss mit ihm sprechen. Er muss einsehen, dass er mir Unrecht hat. Du musst mich einlassen, Wilhelmina, bitte. Ich danke dir. Oh. Ei, ob das gut geht. Ah.
Isabella, das ist gegen die Abmachung. Erklärt es mir. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Vater. Amelie. Nein. Doch, ich bin's. Ich bin zurückgekehrt. Habt ihr mein Herzen schon genug gequält? Ich bin endlos gelaufen. Habe gefroren, gehungert und gedurstet. Bitter habe ich bezahlt, woran mich keine Schuld trifft. Wollt ihr mich um Vergebung bitten? Vergebung? Wofür? Ihr wisst genau, dass ihr mir Unrecht getan habt. Ich euch? Ihr habt mich vor dem Rat brüskiert. Ihr, die ihr Königin werden solltet. Aber euch ist die Liebe ja völlig fremd. Ich liebe euch so, wie eine Tochter ihren Vater nur lieben kann. Wo ist diesen meinen Worten die Liebe bitte fremd? Gold und Edelsteine zeigen den Wert. Sie vermehren den Reichtum. Aber nicht die Liebe. Niemand widerspricht ungestraft seinem König. Das Tuch zwischen uns ist zerschnitten. Auf ewig. Ihr seid nicht mehr meine Tochter. Majestät? Holt die Wachen! Nun macht schon! Euer Schicksal habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ich verstehe euch nicht. Aber eins ist gewiss, ich werde immer eure Tochter bleiben. Lebt wohl. Wer war denn das? Raus. Raus! Alle raus! Auf! Ach, Arthur. Jetzt wird sie wohl niemals mehr zurückkehren. Hallo? Ist da wer? Hallo? Oh, ein Gast. Oh, entschuldigt, ich bin hier so eingedrungen. Es war niemand da. Schon gut. Den hast du wohl verloren. Ein sehr schöner Salzkristall. Ja, aber wertlos. Kein Mensch interessiert sich für Salz. Ich glaube, das ändert sich gerade. Wie kommt ihr darauf? Du hast doch bestimmt Hunger, habe ich recht? Vollkommen fade. Ich weiß, Majestät, dass Salz fehlt. Ja, warum bringt ihr sie dann erst? Tragt sie ab? Tut mir leid. Es gibt kein Salz mehr. Wie lange seid ihr schon mein Hofkoch? Lange, Majestät. Was habt ihr alle Jahre gemacht, wenn kein Salz da war? Ich hab Neues gekauft. Ja, dann tut das. Ich glaube, ihr habt mich nicht richtig verstanden. Ich meine, ich hab mich nicht richtig ausgedrückt. Nicht nur unser Salz ist aus. Im gesamten Königreich gibt es kein Salz mehr. Kein Salz? Unsinn. Ihr habt wieder getrunken, haucht mich an. Da siehst du, wie mühselig mein Leben ist, Luise. Luise? Luise! Nein!
Nein! Just! Just! Ihr habt nach mir gerufen, Hoheit? Ja. Was seht ihr? Oh. Dann seht ihr es auch. Sie ist weg. Die Königin ist weg. Aber sie war nur im Bild. Ich meine, sie war im Bild. Ja. Aber wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht! Solange du hier bist, brauchst du dich ja nicht als Junge zu verkleiden. Ich habe noch ein Kleid gefunden, das dir passen müsste. Nicht gerade nach der neuesten Mode, aber immerhin. Oh, das ist wunderbar. Wie kann ich euch dafür danken? Du machst mir schon eine große Freude, wenn du noch etwas Zeit bei mir verbringst. Hier ist es manchmal ganz schön einsam. Und jetzt probier's doch mal an. Hm? Lea! 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 Alles leer, Majestät. Es ist doch noch was da. Oh. Zucker! Was redest du da? In dem Salz ist das Fleisch monatelang haltbar. Es stinkt! Felix, bringt was zu essen. Meinem Herrn knurrt der Magen und ich könnte auch eine Kleinigkeit vertragen. Also, wir nehmen vorneweg eine Suppe, dann alles, was er an Fleisch hat, mit Soße. Und spare er nicht an der Soße, viel Soße. Und Gemüse, Gemüse kann er weglassen. Und Salzkartoffeln. Und zum Nachtisch vielleicht einen Soufflé. Er fantasiert. Salzkartoffeln. Hier gibt es kein Salz. Und überhaupt, was seid ihr denn für Vögel? Könnt ihr überhaupt zahlen? Ob wir zahlen können? Was fällt ihm eigentlich ein? Mein Herr ist ein hochwohlgeborener Prinz. So reich wie die Königin von Saba und so weise wie Königs... Kein Salz, sagt ihr? Ja, wie überall. Ich habe seit Tagen keine Gäste mehr, weil das Essen nicht schmeckt. Hier also auch. Im ganzen Land ist das Salz verschwunden. Trotzdem müssen wir was essen. Was kann er uns bringen? Ja, ich kann den Herrschaften höchstens ein paar Eier in die Pfanne hauen. Aber eben ohne Salz. Ja, also los, hopp, 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 worauf wartet er noch? Während ihr aufs Essen wartet, soll ich vielleicht ein Porträt von euch malen? Kostet nur 12 Groschen. Ja, das könnte dir so passen, was? Meinem Herrn das Geld aus der Tasche ziehen. Troll dich, Bürschchen. Nun mal, sagt der Leo. Darf ich mal eine Arbeitsprobe sehen? Woher soll ich wissen, ob deine Zeichenkünste wirklich 12 Groschen wert sind? Wo hast du so zeichnen gelernt? Dafür kannst du getrost einen Taler verlangen. Was? Aber das wäre denn ja mehr als... Wer ist das? Das schönste Mädchen auf der Welt. Das kannst du wohl sagen, aber wie heißt sie? Amelie. Prinzessin Amelie. Prinzessin Amelie. Wo hast du sie gesehen? Mehr weiß ich nicht. Ja, weil sie seiner Fantasie entsprungen ist. Hm? Die Ähnlichkeit wird rein zufällig sein. Jetzt spart euer Geld. Was verlangst du für dieses Bild? Unverkäuflich. Verkauft. Prinzessin Amelie. Natürlich. Jetzt weiß ich, wo ich sie suchen muss. Wir brechen auf. Was? Wieso? Wohin? An den Hof von König Christoph. Ja, und das Essen? Das schmeckt sowieso nicht. Los jetzt, wir müssen. Hat mein Junge euch mit seinen Zeichnungen belästigt? Im Gegenteil. Er hat uns mit seinen Zeichnungen erfreut. Sein Sohn wird ihn bald mit seinen Zeichnungen ernähren. Warte!
Langsam, langsam. Der Teig hat dir nichts getan. Ich weiß. Dann lass ihn doch erst mal ruhen. Warum legt ihr denn schon wieder nach? Es ist doch Sommer. Ich friere immer. Jetzt sag, auf wen bist du so wütend? Auf meinen Vater. Der weiß überhaupt nicht, was Liebe ist. War er denn schon immer so? Nein. Als ich klein war, als meine Mutter noch gelebt hat, da war er ganz anders. Aber heute? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Was hat ihn so hart gemacht? Wenn ich das wüsste. Sehr gut, ich wollte dich nur streicheln, du dummes Tier. Der arme Kerl hat eine Wunde an der Schulter. Die kannst du nicht sehen unter seinem dicken Fell. Er hat Angst, dass du ihm wehtust. Ja, aber das kann ich doch nicht wissen. Das stimmt. Aber man muss immer damit rechnen, dass Lebewesen empfindliche Stellen haben, die man nicht sehen kann. Majestät, vom Standpunkt der Wissenschaft her muss man wohl von einer Singularität ausgehen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit war das Salz fort. Wir haben Kuriere ausgeschickt. Das Salz ist nicht nur bei uns verschwunden, es fehlt überall. Eine Laune der Natur. Kriminelle Subjekte haben das Salz gestohlen. Das ist der wahre Grund. Das ist doch Humbug. Darüber besteht keine Einigkeit. Meine Herren, ich will nur die Lösung. Tja, es gibt keine. Ohne Salz ist kein menschliches Leben möglich, Majestät. Das ist eine Katastrophe. Stehen bleiben, sonst rufe ich die Wachen. Entschuldigt, Majestät, er ließ sich nicht abweisen. Wer ist er? Was will er? Prinz Thabo, Majestät. Hab Dank, dass ihr mich empfangt. Prinz, er sieht mir eher aus wie ein Studiosus oder sogar wie ein... Majestät, verzeiht, wenn ich euch unterbreche, bevor ihr Dinge sagt, die hinterher schwer aus der Welt zu schaffen sind. Erlaubt mir, euch ein Empfehlungsschreiben meines Vaters an die europäischen Fürstenhöfe zu überbringen. König von... So. Schön, Prinz Thabo. Was verschafft uns die Ehre? Was ich euch fragen will, ist sehr privat. Könnte ich euch unter vier Augen sprechen? Ich habe keine Geheimnisse vor dem Rat. Wie ist mein Sinn ganz befangen, einer anzuhangen, diese eine zu umfangen, treibt mich einzig nur Verlangen. Freude kann mir nur gewähren, heimlich diesen Wunsch zu nähren, mich in Träumen zu betören, mich in Sehnen zu verzehren. Seit ich sie das erste Mal sah, geht sie mir nicht mehr aus dem Sinn. Von wem redet ihr? Eure Tochter. Schön. Von welcher? Ich habe zwei. Mein Werben gilt der Schönsten. Ja. Ich bitte euch um die Hand von Prinzessin Amelie. Amelie! Hoheit, Prinzessin Amelie lebt nicht mehr bei Hofe. Ich verstehe nicht ganz. Ist sie gerade... Ist sie einem anderen versprochen? Prinzessin Amelie ist vom Schloss verbannt. Aber weshalb denn? Wie kann ein Vater sein eigenes Kind verbannen? Was maßt ihr euch an, mir Vorhaltungen zu machen? Die Frage sollte eher lauten, wie kann ein Kind seinen eigenen Vater so verletzen? Verschwindet aus dem Schloss. Ihr habt mir schon genug Schmerz bereitet. Ich sehe, hier bin ich fehl am Platze. Was anderes kann ich auf die Schnelle nicht auftreiben. Danke, schönes Kind. Du rettest mich vor dem sicheren Hungertod. Wir reiten. Wartet, Prinz. Erzähl meinem Herrn noch mal die Geschichte von der Verbannung. Ich weiß von der Verbannung. Ja, aber wisst ihr auch warum? Los, erzählt sie ihm. Weil sie gesagt hat, dass sie den König so sehr liebt wie das Salz. Wie das Salz? Ja, und stellt euch vor, sie darf erst wiederkehren, wenn Salz wertvoller ist als aller Reichtum dieser Welt. Ich bin zwar nur der Diener, aber wenn ihr mich fragt, das klingt schon recht bizarr. Bizarr. Halt mal. Passt auf euch auf. Wir werden die Prinzessin schon finden. Was für ein Mannsbild. Habt ihr sie gesehen? Nein. Wie lange sollen wir denn noch suchen? Bis wir sie gefunden haben. Wir zeigen ihr Bild in jedem Dorf. Das wird auch nichts. Glaub mir, eine so tugendhafte Prinzessin kann nicht verloren gehen. Ich hab so
solche Sehnsucht nach daheim. Aber ich kann meinen Vater auch nicht um Vergebung bitten. Wofür denn? Ich bin sein Kind. Er muss doch wissen, dass ich ihn über alles liebe. Müssen Kinder sich um ihre Eltern sorgen oder Eltern sich um ihre Kinder? Komm mal her. Gestern Nacht habe ich von meiner Mutter geträumt. Sie hat mir immer Mut gemacht. Wisst ihr was? Manchmal glaube ich, ihr seid ein bisschen so wie sie. So? Wir werden sterben. Das Pudern hilft dir jetzt auch nichts mehr. Nein, komm. Sehr gut. Komm her. Noch sieht man nichts. Vater, geht es Ihnen nicht gut? Darf ein Vater nicht mal nach seinen Töchtern schauen? Schön seht ihr aus in euren Kleidern. Ich bin hergekommen, um euch um euer Verständnis zu bitten. In diesen schweren Zeiten kann ich keine Krönungszeremonie abhalten. So kann und will ich mein Reich nicht übergeben. Glaub mir, Vater, jetzt würde ich auch nicht Königin werden wollen. Ich auch nicht. Wenn nur alles so wäre wie früher. Kommt her, meine Kinder. Meine Liebsten. Vielleicht habe ich eurer Schwester ja doch Unrecht getan. Es ist so ein schöner Sommertag. Da könnt ihr doch nicht frieren. Ich wünschte, ich könnte was dagegen tun. Hier für euch. Ihr seid so gut zu mir. Das ist lieb. Ich danke dir. Ich habe noch mal nachgedacht. Und? Ob mein Vater auch so eine empfindliche Stelle unter seinem dicken Fell hat? Vielleicht hat der Tod meiner Mutter eine solche Wunde hinterlassen und die können wir nur nicht sehen, weil er der König ist. Das mag wohl sein. Ich geh Holz holen. Und ich geh putzen. Wir können nicht mehr. Die Pferde sind schon ganz schwach. Wir brauchen eine Rast. Aufgeben kann ich nicht. Oh, oh. Steigen wir ab und gehen eine Weile zu Fuß, ja? Gehen wir. Leo, schau dir das an. Wie das leuchtet. Wo? Was denn? Wie das funkelt. Was? Jetzt ist es wieder weg. Wir müssen da entlang. Halt mal. Ich sehe mich mal um. Wir sind am Ziel. So. Da kommt wieder Glanz in die gute Stube.
Hoppla. Das war keine Absicht. Ihr? Prinzessin Amelie. Prinz Thabo. Woher wisst ihr meinen Namen? Woher wisst ihr meinen Namen? Das war einfach. Felix, kommt doch rein. Aber woher wisst ihr meinen? Dann erinnert ihr euch nicht. Oh doch, am Feldwieg könnte ich das vergessen, aber wir tauschten keinen Namen. Dann müssen wir uns wohl noch einmal begegnet sein. Ich glaube auch, dass hier früher einmal Wasser war. Ein riesiges Meer. Anton, das wart ihr? Ja. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich euch schon gesucht habe. Ich hab da noch was für euch. Hm. Was verlangt ihr dafür? Der Preis ist immer noch der gleiche. Den Menschen geht es schlecht. Alle siechen dahin. Der Salzmangel macht sie krank. Der Salzmangel? Dann ist Salz doch etwas Wertvolles. Wertvoller als alles andere auf der Welt. Wertvoller als Gold und Edelsteine. Viel wertvoller. Dann ist der Mann gelöst. Oh Gott, ich freue mich so. Hast du was von meinem Vater gehört? Ich hörte, er sei sehr krank. Der Salzmangel hat ihm das Auge nicht getrübt. Ich muss zu ihm. Ich muss ihn wiedersehen. Nein, nicht. Heute ist ein guter Tag. Gegen meine Tränen kann ich nichts machen. Ich hab euch so gern. Mein Mädchen. Ich dich doch auch. Hier. Nimm dieses Säcklein mit Salz und bring es deinem Vater. Danke. Danke. Ihr habt uns gerettet. Wer viel arbeitet, muss auch gut essen. Mhm. Prinzessin? Gib gut auf sie Acht. Das werde ich. Ich danke euch für alles. Träum ich? Kneif mich mal. Au! Dann müssen wir wohl akzeptieren, dass es Wunder gibt. Ja, das müssen wir wohl. Zuallererst alleine mit deinem Vater reden? Wer ist da? Was wollt ihr? Wer hat euch hereingelassen? Ich soll euch dieses Säcklein bringen. Was ist das? Das kann unmöglich sein. Es ist Salz. Wahrhaftig reines Salz. Damit rettet ihr mein Leben, mein Volk, mein gesamtes Königreich. Sagt mir, wie kann ich euch danken? Ich wünsche mir nur, dass ihr mich so liebt wie das Salz. Kommt näher, dass ich euch sehen kann. Amelie, du bist es. Wie töricht bin ich gewesen. Was habe ich dir nur angetan? Es tut mir so leid. So unendlich leid. Amelie, ich liebe dich wie das Salz. Und mehr. Und ich liebe euch, wie eine Tochter ihren Vater nur lieben kann. Ja. Los, ab in die Küche. Hol es dir dein Äpfelchen, komm. Ich bin glücklich. Du bist wieder da, Luisa. Mutter.
Was sagst du? Mutter war eine sehr besondere Frau. Ja, das war sie. Ja, bitte. Prinzessin, der Schneider hat das Brautkleid geliefert. Also bitte, das ist doch ein ganz und gar rückständiger Brauch. Warum sollte ich nicht das Brautkleid sehen dürfen? Rückständig oder nicht, ihr bleibt draußen. Wir haben gehört, das Brautkleid ist da. Das ist ein Gerücht. Schöner Hut. Es lebe! Hoch! Hoch!